Nehmen wir Operation Tango auch mal auf. Ich werde auf jeden... Ja, ich mache einfach einen Hacker, weil ich einfach der Mann bin. Du kannst also, gerne die Frau sein. Serena spielt die Frau, ich spiele den Mann. Ich habe einen sexy Afro. Du hast einen sexy Afro und ich muss Sachen hacken. Hast du selber Bauchfrei, steht dir nicht. Was sollte man kurz erklären? Operation Tango ist meine erste Partie und es ist ein Spiel, was so ein bisschen wie ein Escape Room-Ding ist. Man muss Aufgaben lösen zusammen. Der Agent ist im Feldeinsatz, das macht Serena, dessen Maus man rumhüpfen sieht. Die rennt halt irgendwo rum und ich muss die als Hacker halt unterstützen auf der anderen Seite, indem ich Kameras hacke, so ein bisschen achte auf Gegner und ihr, sag ich mal, Anweisungen gebe. Oder auch manchmal, weiß ich nicht, irgendwelche Codes rausfinden. Ich glaube, Social Media hackst du auch zwischendurch mal, um Infos über Personen zu kriegen. Umgekehrt geht das aber auch. Ich sehe Codes, die du nicht sehen kannst durch deine Kameras und muss die sozusagen an dich weitergeben und sowas. Hm. Da brauche ich bestimmt einen Stift. Bei meinem Kurzzeitgedächtnis. Also du kannst gern starten. Ich schrei dich irgendwann an. Ich denke, okay. Es ist ja auch erstmal so ein bisschen Erklärung in der ersten Mission. Ja. Du hast ja die Demo schon gespielt. Ich habe ja noch gar nichts gespielt davon. Ich denke mal, die Demo ist sozusagen das Tutorial. Ja, dann los. Du bist der Hacker. Mission 1. Rotterdam, Niederlande. Ein viraler Raub. Good morning, Agents. Willem van der Berg is a dangerous Dutch businessman known to forcefully acquire technological prototypes and patents and resell them to the highest bidder. This time he crossed the line and stole the genome map of a deadly virus. We can't let this biological weapon fall into the wrong hands. Today, van der Berg is out of the country on a business trip. Your mission is to take advantage of his absence and retrieve the virus genome from the vault in his downtown penthouse. Good luck. Ich mach das Beste. Beim Spielen dieses Spiels sollte keiner von ihr auf dem Bildschirm des anderen sehen. Dieses Spiel basiert auf verbaler Kommunikation. Ja, also, Proof, rutsch mal von meinem Bildschirm weg. Erstmal Mikro aus. Erstmal muten alles. Ich bin in der virtuellen Realität. Here we go. Help your partner get to the penthouse and break into the vault. Ja, ich geh erstmal in den Netzwerkknoten rein. Ich denke mal, dass du jetzt wirklich im Spiel drin rumläufst, ne? Ich bin im Aufzug. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich gehe jetzt mich in die Überwachungskameras rein im Netzwerk und ich sehe dich sogar. Soll ich deinen Aufzug für dich starten? Das wäre nett. Was wollen wir denn? Rock, Soft oder Elektro? Ich habe sowas von keine Ahnung. Musik meinst du für die... Ja, mach Rock an. Oh, ich kann Weihnachtsmotive einfügen. Geschenke. Es ist ein warmer Tag, wir können Sommer machen. Peace. Oh mein Gott, du kannst mir Signale geben. Hi. Schicken Sie Ihren Partner in das Penthouse und helfen Sie ihm, die Tresorraumtür zu öffnen. Oh, Ball. Ganz schön langer Fahrstuhl. Besucher wartet auf Zugang. Besucher ein Benutzer definierte Meldung anzeigen. Tür öffnen. Okay. So. Nicht registrierter Benutzer. No idea. So. Ja, ich sehe dich. Ja. Ja, super. So. Du bist jetzt wahrscheinlich den... Ja, ich brauche einen Passcode. Hilfe Ihres Partners anfordern. Zustimmen. Entschlüsselungssoftware wird geladen. Oh mein Gott, das war das. Ach so, du gehst nach rechts. Wir müssen zusammen. Ja, ich verstehe. Ich gehe nach oben und unten und du gehst zu den anderen Seiten. Das war zu. Ich bin zu schnell.
Mozart, alles ist gut. Ach, das ist der Traum. Gehen wir oben lang oder unten lang, was willst du? Ist mir egal, ich muss bloß ansagen, wo lang. Kannst ruhig nach weiter nach rechts gehen. Haha, Hilfe. War das so viel rechts? Nee, ist, rechts ist gut. Oh mein Gott. Ah! Muss schon dagegen halten. So, 96.13.7.94. Und jetzt kann ich anscheinend in den Tresorraum Netzwerkknoten. Sicherheitssysteme. Aktiviere die beiden verborgenen Auslöser auf dem Boden, um die Sicherheitsstation einzuschalten. Das ist Unsinn. Serverzugang. Verdammt, hast du Netzwerkknotenzugangsschlüssel? Nein, ich habe hier einen Raum mit einer schwarzen Bodenplatte. Was muss ich tun? Also, ach so, lauf mal ein bisschen nach vorne. Links, links, nochmal links, links, links ab jetzt. Stehen bleiben. Stoppt noch ein bisschen nach rechts. Aktiviere die beiden verborgenen Auslöser auf dem Bögen und die Sicherheitsstation. Ja, ah, perfekt, ja, rechts. Und ganz oben rechts in der Ecke, bevor die Stufen anfangen. Genau. Ja, da? Ja. Lasererkennung wird hochgefahren. Laser. Geben Sie manuelle Werte ein, um die vier Sicherheitsstationen zu deaktivieren. Wir haben 7. Blau 7. Okay. Wert wird zurückgesetzt. Also ich bin jetzt bei dem Schalter unten rechts. Gleich. Wenn jetzt die Laser weggehen. Jetzt. Ja, ich muss hier ein bisschen... Da haben wir blau 80. Okay. Das wird jetzt gleich zurückgesetzt. Mhm. Blau 7, blau 80. Kann aber sein, dass die sich jetzt ändern. Nee, ich bin jetzt... Links ist übrigens schon frei. Also links sind ja keine Laser gerade. Also von mir aus gesehen links. Jetzt bin ich oben rechts. Ich habe darauf keinen Einfluss. Blau 190. Ups. Ich glaube, ich bin in den Laser reingelaufen. Ja, bist du auch. Good. Now exit the cameras and enter the vault's network. Echt, okay, ey. Ich bin wieder unten rechts. Ja, du musst die Sachen gucken. Ich muss die nur eintragen hier. 90. Blau 90. Auch wenn das danach wieder zurückgesetzt wird. Oder musst du alle vier gleichzeitig sehen und ich muss nach und nach die eintragen? Gleichzeitig kann ich die nicht aktivieren, weil die Laser ja immer hier durchhuschen und das ist zu schnell. Okay. Oben links ist jetzt blau 205. Ah, jetzt hat sie runtergefahren. Ja, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich muss sie halten. Hier, das war nicht so ganz ersichtlich. Okay, ich bin unten links. Hier haben wir blau 1,2. Hm. Oben sollte es geben, gelb und blau. Ich gehe zum nächsten, weil da ist der Laser gleich. Und zwar unten. Hier haben wir. Gelb, blau ist 100, gelb ist 44. Ja. Jetzt noch einer. Der letzte. Blau 2000. Gelb 3800 und lila 3100. So. Ja. Serverzugang jetzt ungeschützt. Da kann ich, glaube ich, aus dem Menü rausgehen. Finden wir einen Weg mit dem Tresor. Hast du irgendeinen Code für den Server? Ich gehe gerade zum Terminal. Haben wir Verbindung zum Server für den Zugriff auf den Tresor. Netzwerkname Wanderberg F12 Security, verbundene Geräte 12. Serverzugangscode 1412. Und klappt.
Wie sollte es auch anders sein? Oh, jetzt muss ich mich auch noch bewegen hier drin. Profis. Ah, okay. Ich kann durch Löcher fallen. Ah, warte, warte, warte. Du kannst wahrscheinlich irgendwie darauf genau, Einfluss ich hab nehmen, was ich hier Kacheln. Mache. Kann dich hier durchführen. Juhu, ich bin der Matrix. Ich kann übrigens nicht hüpfen. Also meine Kacheln werden gerade zerstört. Ja, ich weiß. Hier sind so zwei Dinger. Zwei Dinger? Ja, sowas wie Brenner. Laser? Ja, Laser. Und mit diesen Lasern werden die Kacheln zerstört. Nicht der Mond. Kannst du die Laserdinger nicht sehen? Nee, ich sehe nur, wenn die Kacheln zerstört sind. Ich habe so ein Mindsweeper-Feld. Ah, okay. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Aufbauen. Rüber, rüber, rüber. Hoch, hoch, hoch. Ja, jetzt aber. Lauf. Almost there. Now, figure out which safe contains the virus genome and crack it open. Finden Sie das Virus-Genom? Also, wir sind noch immer. Die, kannst du hier irgendwas aufmachen? Ah, ja, ich sperre gerade was. Lager für Patente und Prototypen. Knack sie in den Tresor, indem sie dein Virusgenom finden. Was haben wir hier? Dries Prototyp. Achso, du suchst gerade die Dinger. Haben wir hier? Nein, nein, nein. Nein, nein. Hier, Virusgenom. Visueller Schlüssel zum Entsperren des Tresors eingeben. So, ich habe jetzt wie so ein Schachfeld A bis D und 1 bis 4. Ja, das habe ich auch als Anzeige, wo ich Querbalken eintrage, also wie X'e und zusätzlich kann ich das Außenfeld. Also ich kann das einmal diagonal ja, und waagerecht. Ich habe die eingezeichnet. Bitte? Ich habe die eingezeichnet, was du rot. Bei A4 musst du von links oben nach rechts unten. Ja. Bei B. Ah. Bei B ist es. Hey, Mozart, 1. Herkommen. Na. Wieder in die Mitte. B1 ist das untere. Also unten den Balken. Ja, den unteren Balken. C. C ist es 2 und zwar von wieder oben links nach unten rechts. Ich okay. Muss die ganze Zeit AD links und rüber drücken, links und rechts drücken. D haben wir. D3 ist es der linke Balken. Ja. Und bei D4 haben wir von links unten nach rechts oben. Also haben wir rechts oben im Feld, also einen Strich von links oben nach rechts unten und einen rechts von unten links nach rechts oben. Und wir haben links unten sowas wie so eine Absperrung. Von den Balken her, also das da von dem mittleren Feld, ne, und dann geht er halt rüber und macht das unten wieder zu auf halber Breite. Ja, ja, so ungefähr sollte das aussehen. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen visuellen Schlüssel angegeben haben? Ja. Und ist offen. Ah, ach, das ist es. Ja, wir haben den Virus geklaut. Okay. Das ging schneller als gedacht. Vancouver, Kanada. Ein Hightech-Verdachtsfall. Wieso wird mir das jetzt nicht... Warte auf Partner. Ich habe in Kanada keine Anzeige. Was soll das? Du bist aber gerade rübergegangen. Ich klicke gerade wild auf Kanada rum, jetzt bin ich drüben in Kanada. Ja, aber du hast nicht Mission 2 ausgewählt. Weil ich da keine Anzeige habe. Kann ich da irgendwas verändern? Vielleicht sollen wir einfach nochmal in die Charakterauswahl zurückgehen. Siehst du jetzt Mission 2?
Verdammt. Dann erstellen wir nochmal ein Spiel. 5366098. 5366098. Siehst du es jetzt? Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt da falsch? Serene hat das Spiel kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Wir können es einfach nochmal neu starten. Haben Sie schon mal aus und wieder angeschaltet? Ich glaube, ich starte es nochmal neu. Gut. Ich habe schon gerade auch kurz Angst gehabt. Serene hat Mission 2 gefunden. Danke fürs Folgen, 11 Games. Ja. Nee, 11 Gammas. So, ein Hightech-Verdachtsfall, Vancouver, Kanada. Good morning, agents. A mysterious cyber hitman has been wreaking havoc lately on the world's network. We think this terrorist is accessing a microchip found in smart glasses to permanently erase his victim's virtual identity, thus locking them out of their own lives. Given how secure these microchips are, this could be an inside job. So our first suspect is Nimbus Web Optics, the manufacturer of the most popular brand of smart glasses in the world. Tonight, when no one's present, you'll infiltrate the Nimbus building and network. Your mission is to access their mainframe server and dig out the engineering records of the microchip. Good luck. So, jetzt ist für mich blind. Sehr gut. You're online. Start by giving your partner access to the rest of the building. Ich soll dir Zugang zum Rest des Gebäudes geben. Weißt du, in welcher Ebene du bist? Bist du wieder in einem Aufzug oder wo bist du? Ich bin unten in der Lobby und rede gerade mit so einer interaktiven AR-Assistentin. Ah. Guck ich mir mal an. Ja, ich sehe dich sogar. Hätte gerne einen Termin. Frage? Nimbus. Mal sehen, ob ich darauf irgendeinen Einfluss nehmen kann. Mitarbeiterzugriff, interne Dienste. Ich habe keine ID. Bräuchte zuerst eine ID, glaube ich. Was haben wir hier? Arbeitsstations-ID. Mitteilungsbrett. Okay, ich kann mir hier Brillen angucken. Super. Kann ich an die PCs ran? Nö. Ah, ich brauche eine ID, um mich zu autorisieren. Ja, ich guck gerade. Die beiden Sicherheitsdrohnen auf den Laboren auf Ebene 3 sind einfach zu laut. Du wirst mit Sicherheitsdrohnen zu tun bekommen. Super! Mischa mit der Buchhaltung hat immer noch Probleme mit ihrer AR in der Cafeteria, die Menüs werden nicht angezeigt. Kannst du ihr ein Curry mit Hühnchen bestellen? Mozart, komm her! Mitjogger. Weißt du, hast du eine Arbeitsstation-ID irgendwo bei dir? Du hast auf jeden Fall einen Computer da stehen gehabt. ID, Moment. Das? Nein. Kann ich nicht interagieren. Und bei dem PC komme ich nicht rein. Okay. Dann gucken wir auf Mitarbeiterzugriff. Das sind so Werbetafeln. Ich übertrag dich mal. Auf Bestätigung der ID-Übertragung warten. Hast du irgendwas im Raum, womit du arbeiten kannst? Good. Now help your partner find a way to the mainframe server. Mozart! Also irgendwas hat gerade funktioniert. Ich habe gerade was angenommen. Mozart, komm her!
Im gefährlichen Hackerauftrag gehe ich einfach mal raus. Also bis jetzt Deshantai Palmer. Ja, die bin ich gerade. Ich bin gerade reingegangen und ich kann jetzt entweder zum Callcenter gehen oder zum Hauptserver. Wobei hatte du benötigst einen Termin. Ja, den Termin kann ich dir gleich geben. Ah, du bist eine tolle Sekretärin. Aber die hat keine ID an. Also ich hab keine. Du hast aber jetzt sowas wie eine ID-Nummer, oder? Ich bin im Callcenter, falls du da zu den Kameras kannst. Ah, okay, jetzt sehe ich auch, dass du registrierter Benutzer Deshantai Palmer bist. An meinem PC gehen. Interne Dienste, Termine. Aber da brauche ich eine Arbeitsstations-ID. Für die Termindatenbank, um dich da irgendwo einzutragen. Hab ich hier VM-ID Desktop 1HSDF96. Achso, Arbeitsstation-ID ist 034-739. 739. So, Deshantai Palmer. Meeting mit welcher Abteilung? Ich muss irgendwo in den Server rein. Technikabteilung. Also Technikzentrum macht Sinn, oder? Denke. Weißt du, wie spät wir haben? Es ist gerade 5.08 Uhr in der Früh. Am 16. Juni 2038. Dann kriegst du einen Termin um 5.30 Uhr mit der Technikabteilung. Nice. Dann kann ich mir noch ein Käffchen holen. Ja. Meeting mit Technikzentrum. Ich kann mit der Kaffeekanne nicht interagieren. So. Technikzentrum ist offen. Making good progress. Keep looking for the mainframe server room. Okay, Elektronik- den kann ich nicht öffnen. Ich muss zum Hauptserver auf Ebene 3. Ich gehe mal ins Technikzentrum ran. Da darf ich ja wenigstens ran. Du kannst den Fahrstuhl benutzen. Du musst mir nur die ID sagen des Fahrstuhls, dann kann ich den für dich bewegen. Wo steht denn die? Die wird wahrscheinlich auf einer Platette oder. Seriennummer habe ich hier JDUA. Ja. SUD-775-8462-AH21. Das müsste der hier sein. Du stehst auf Ebene 1, ne? Wo willst du denn hin? Weißt du, welche Ebene? 3 ist der Hauptserver. Dann schiebe ich dich auf 3. Hat sich der Fahrstuhl bewegt? Ja. Ja, Gott sei Dank. Es funktioniert. So. Ich kann aber zurzeit nicht in Ebene 3 rein, weil ich keinen ich habe keinen Zugangscode für Ebene 3. Ich kann da nichts machen. Gucken wir mal. Geolometrie, Hauptserver. Kann ich nicht rein. Guck ich mal dahin. Ich kann natürlich ein bisschen testen. Das sind nur 4 Ziffern. Netzwerkname Nimbus-F3-Sicherheit, verbundene Geräte 22, Zugangscode 3868. 3868. Zugang erfolgt. So far so good, but be careful. I detect heavy surveillance ahead. Hauptrechner-Netzwerk. Da brauche ich eine IP-Adresse. Kann aber in die Forschung und Entwicklung rein und die Sicherheitsdrohnen anscheinend. Bist jetzt zurzeit beim Hauptrechner? Also ich kann. Ich stehe vor den R und D Laborer. Geh noch nicht rein. Laboren. Also ich öffne wahrscheinlich jetzt die Tür. Da sind Drohnen. Richtig, da sind Drohnen. Ich muss dir sagen, wenn die Drohne rausfliegt, die kreisen und wechseln dann immer den Raum. Die Drohne fliegt jetzt raus. Du kannst gerade durchgehen jetzt. Okay. Die Tür ist aber nicht offen. Die andere Tür? Ja, scheiße. Die zu den Laboren. Die ist zu. Du hast gesagt, ich soll nicht reingehen. Dann ist sie wieder zugegangen. Die ist aufgegangen und die Drohne sieht mich. Mein Fehler. Ja, ich kann dich nicht sehen. Ich kann nur die Drohnen sehen.
Okay, ich stehe jetzt neben der Tür, also wenn sie aufgeht, ich stehe nicht direkt davor. Wenn die Drohne gleich den Raum verlässt, dann mache ich dir die Tür auf. Und dann kannst du an der Wand lang rübergehen, also einfach durchlaufen. Jetzt. Durch zwei Räume. Bin geradeaus durch, bin gerade im zweiten Raum, bin durch. Weiter, jetzt kommt die Drohne. Alles klar, super, weil die Drohne ist jetzt im Raum vor dir, wo du warst. Jetzt ist da rechts eine Tür mit Ausrufezeichen hier beim... Also die Tür, die da markiert ist... Muss ich dich jetzt nach oben leuchten? Nee, du kannst durch diese Tür nicht durch. Also... Ja, außer Betrieb. Ja, das machen wir jetzt so. Du musst nämlich dann gleich Gas geben, wenn die Drohne wieder... Also die geht in den Raum, der ist ein bisschen weiter weg. Ich sag dir gleich Bescheid, wenn du in den Raum gehst, wo du gerade warst, und da musst du links dich halten und dadurch die Tür und in dem anderen Raum dich wieder links halten und dann dadurch die Tür gehen. Okay. Aber warte noch, ich sag dir gleich den Raum zweimal links. Ja. Jetzt in den Raum davor, dich links halten, noch nicht durch die Tür gehen da oben. Noch nicht durch die Tür? Jetzt durch die Tür. Und weiter links halten und durch. Scheiße. Die ist gerade in den Raum reingekommen. Ja, ich weiß, es ist sehr eng bemessen. Ist echt schlimm, dass ich dich nicht sehen kann. Du startest wahrscheinlich wieder bei der Rezessionistin, ne? Ja. Wenn ich die Tür aufmache, kannst du dann durchrennen wieder in diesen Zwischenraum. Mhm. Los, los. Ich lauf doch schon. Bin drin. Okay. So, die Drohne macht sich gleich auf den Weg. Drohne jetzt aus dem Raum raus, kannst los. Wechselt jetzt in den letzten Raum weiter. Bin durch. Alles super. Dann bist du jetzt genau vorm Hauptrechner, dann kann ich aus dem Menü hier rausgehen. Ja, bin im Serverraum. Und jetzt kannst du mir wahrscheinlich den Hauptrechner Netzwerkschlüssel geben, die IP-Adresse. Und guten Abend, Marv. Und Rasputin, danke an Serena, dass sie eine angenehme Stimme hat. Oh, beim Dankeschön. Knacken eines Schlosses helfen. Okay, Schloss, Stift des Hackers, mein Stift. Ach so, du musst runterziehen und ich ziehe das andere Ding vor. Stopp. So, ziehst du runter. Ach, diesmal machen wir es umgekehrt. Go, go, go. Moment mal. Nee, komm, erstmal hier. Du musst den da runterziehen. Damit der erstmal weggeblockt ist, dann kommen wir nämlich normal durch. Verdammt! Ja. Nochmal. Schnell. Jetzt wirst du irgendwann eine IP finden, wahrscheinlich. It's time to dive in. Hack into the mainframe network to find the microchip records. Hauptrechnerkonsole. Verbindung. Was brauchst du denn genau? Ich habe hier virtuellen Server, Prozessor, RAM, Disk. IP-Adresse eingeben. Also ich brauche eine Netzwerkverbindung 1, 5, zum Hauptrechner. 1, 151. 150. Ja. 239. Ja. 3 mal die 1. Bin im Hauptrechnernetzwerk. 3 Bedrohungen erkannt. Firewall, Antivirus und KI-Wächter. Warte auf Remote einfügen. Du musst noch irgendwas manuell in dem Raum machen. Wahrscheinlich musst du für die Firewall das Antivirungsprogramm und den KI-Wächter ausschalten. Wie auch immer. Ach, schön, dass der Agent so viel zu tun hat und ich kann Chips essen. Verdammt, du bist so schnell. Eindringling erkannt. Ich bin von der Firewall. Und sehe einen Haufen aufgehende Sonnen und Analyseergebnis Firewall-Subtyp.
Ich sehe ein halbes Zahnrad und eine halbe aufgehende Sonne. Ein halbes Zahnrad und eine halbe aufgehende Sonne. Was in der Mitte? Ah, ein halbes Zahnrad? Auf welcher Seite ist denn das Zahnrad und auf welcher die Sonne? Auf der linken Seite ist das Zahnrad, auf der rechten Seite ist die aufgehende Sonne. Rechts ist die Sonne. Links das Zahnrad. Nein, das ist genau falsch rum. Da ist rechts die Sonne. Links Sonne, rechts Zahnrad. Genauso funktioniert Hacken. Nein, das ist kein ich kann auch nichts machen hier, glaube ich. Du musst mich reinlassen. Links Zahnrad, rechts links Sonne. Links Zahnrad, rechts Sonne, ja. Wo ist denn das? Links Zahnrad. Ah, da ist es. In der letzten Scheißreihe. Die Abstände der Sonnenstrahlen ist auch wichtig. Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Ich hab's ausgemacht. Ja, ich weiß, aber irgendwie, ich hätte die Abstände der Sonnenstrahlen noch sagen müssen, weil die gab's nämlich Unterschiede. So, Aber du hast wahrscheinlich die genommen, die am ehesten aussah wie eine aufgehende Sonne. Ja, ich hab einfach Sonne genommen. Ich bin wieder in der virtuellen Realität. Verdächtiges Element. Bewegst du dich gerade? Ja, ich bewege mich gerade durch Türen. Du müsstest zu dem grünen Ding dann... Es gibt kein Grün hier, es ist alles weiß. Also ich bin einen weitergegangen jetzt schon, aber wahrscheinlich... Dann geh weiter geradeaus. Okay. Du siehst wahrscheinlich irgendwie wieder von oben drauf. Noch einmal? Da gibt's kein geradeaus. Dann kannst du zurückgehen? Nein. Scheiße. Ich bin gerade in einem... Ich sehe eine weiße Wand, ich sehe eine blaue Wand und ich sehe zwei Wege. Ich lösch dich mal kurz. Oh mein Gott, ich werde gelöscht! Ah! Kann ich leider nicht zurückbringen. Ja, ich habe auch zu schnell geklickt. Ich denke immer, als Hacker kann ich ein paar Sachen alleine, aber anscheinend bin ich einfach nur eine Marionette. Okay, nochmal Antivirus. Ich muss dich da reinschleusen. Also gehst du jetzt einmal geradeaus? Geradeaus von mir ist eine blaue Wand. Dann da, wo du letztes Mal entlang bist du dann runtergegangen? Also rückwärts? Also, ich stehe auf der Plattform. Ich sehe eine blaue Wand, ich sehe eine weiße Wand und ich sehe zwei Wege. Wenn du jetzt irgendwie wüsstest... Kannst du rechts gehen? Rechts von wo aus gesehen? Ich weiß ja nicht, wo du lang guckst. Ich gucke auf die blaue Wand. Siehst du das? In welche Wand, also welche Wände es gibt? Ich sehe nicht, welche Wand. Du bist ein gelber Punkt, der leuchtet. Ich sehe nicht, auf welche Wand du guckst. Nein, ob da irgendwas Farbliches ist in eine Richtung. Nee, ich sehe, du bist... Also für mich sieht das aus, du sitzt in einem hellblauen Kasten. Hinter diesem blauen Punkt ist ein dunkelblauer Strich. Und dann ist links aber und rechts von dir wieder hellblaue Kästen, Strich die ist aber die sind. Der dunkelblaue Strich scheint aber die blaue Wand zu sein, die ich sehe. Okay, dann, warte, dann guckst du auf diese Wand. Dann gehst du links. Ich gehe jetzt links. Ja, dann bist du richtig gegangen. Okay. Jetzt guckst du geradeaus. Das heißt, es müsste wieder zu deiner Durchgang. Linken eine was sein. Zu meiner Linken ist eine weiße Wand. Und rechts auch? Rechts ist keine weiße Wand. Kannst du da durchgehen? Ja, gut, dann war das rechts. Also ich weiß nicht, wie du dich drehst. Dann geh weiter geradeaus. Ich weiß auch nicht, wie ich mich drehe. Geradeaus ist das ein blaues Gate. Aber da kannst du durch? Da kann ich durchgehen, klar. Ja, mach. Ach nee, du hast dich wieder... Kannst du wieder zurück? Du musst nicht... Oh, das ist... Ich weiß nicht, in welche Richtung du guckst. Ich auch nicht. Nochmal diese beiden Schritte zurück, dass du wieder in diesen... Da, wo du gesagt hast, du guckst auf ein blaues Gate. Nee, ich bin jetzt durch blaue Gates gegangen. Zwei Stück und es gibt kein Zurück mehr. Da ist jetzt eine weiße Wand. Okay, kann ich rausgehen? Kann ich... Noch mal rein. Ja, du gehst jetzt wieder ganz, ganz zurück. Das ist ganz schwer gerade zu manipulieren. Ist wieder geradeaus?
Geradeaus ist für mich keine Aussage, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich gucke. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung du War es guck. Geradeaus? Nein, das war zurück. Ja, es ist nämlich das Problem. Du gehst nicht durch und du richtest dich, glaube ich, nicht in die Richtung aus, in die du gehst. Dann ist es links. Das war von mir aus gesehen jetzt links. Ja, ja, das war richtig. Jetzt habe ich drei Gates und... Rechts? Oh mein Gott. Frauen und Navis, das stimmt einfach. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung du guckst. Das ist ganz, ganz, ganz Ich muss ganz dir sagen, blöd. Links oder rechts vom Blauen. Aber hier, genau. Ach so, vom Blauen. Dann vom Blauen ist es jetzt links. Vom blauen Strich aus. War es richtig? Na, dann können wir auch gehen. Was? rechts. Moment, rechts von was aus gesehen? Vom blauen Strich? Also wenn ich den blauen Strich im Rücken habe, dann ist es links. Dann muss das der hier sein. Okay. Wenn ich jetzt den blauen Strich im Rücken habe, ist es geradeaus. Ah, jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Wenn ich jetzt auf den blauen Dings drauf gucke, dann ist es gerade, also ist es durch diesen blauen Strich durch. Kannst du da ja, durchgehen? Ja, kann ich. Nee. Ist ein Tor. Okay. Blauer Strich im Rücken, geradeaus. Ach, endlich, das ist was, was ich verstehe. Jetzt weiß ich auch, woran du dich orientierst und woran ich mich orientieren kann. Wenn ich auf den blauen Strich gucke, ist es recht. Oh. Ich glaube, ich bin durch. Ja, ich auch. Es kommt, glaube ich, noch eine okay. Firewall, oder? Nein, es kommt jetzt die KI-Geschichte. Ja, freue ich mich, ja. KI-Wächter, Bedrohung analysieren. 19 Sekunden. Es ist ein Dreieck mit Kreis und mit zwei Öhrchen, aber rechts oben ein kleines Öhrchen und unten links ein kleines Öhrchen. Ach, ist das schön, ey. Charade ist super. Das war eine echt beschissene Beschreibung. Das war das Einzige, was gepasst hat. Jetzt? Ich krieg das jetzt erst. Bedrohung analysieren. Oh, es ist ein Dreieck, wo drei Kreise drauf sind. Also eine Pyramide und drei gleich große Kreise. Sind drinnen. Ja. Aber ich wurde gelöscht schon. It's time to dive in. Hack into the mainframe network to find. Das war wirklich wenig Zeit dafür. Da war bei dem ersten. Ich hab gerade noch drauf geklickt. Ja, es waren aber irgendwie nur 5 Sekunden. So, Bedrohung analysieren. Es ist ein Kreis, da drin ein Dreieck und dann noch ein Dreieck, was umgedreht ist. Ne? Zwei Dreiecke ineinander. Wie das Zelda-Zeichen, hätte ich sagen müssen. Nächster. Jetzt muss ich ein bisschen schneller sein. Und das in meinem Alter. Bock. Oh mein Gott, es ist ein Dreieck nach rechts zeigend mit drei kleinen Kreisen drin, aber einer ist größer, der mittlere. Schon. Danke. Als du schon oh Gott gesagt hast, dachte ich mir, das ist das. Das kann nur das sein, das ist scheiße zu beschreiben. Ich bin im Hauptrechner drin. Datei okay, kopieren, so? Microchip.zip. Datei wird gescannt. Kopieren. Transfer of the microchip records confirmed. Let's wrap this up. Warte auf Extraktion. Warte. Weißt du, was mich wundert? Es gab da noch einen Keller und alles. Oh no, we're detected. Get your partner. Oh, ich muss dich rausbringen. Das wäre nett. Ausgang, ich bin in einem Lift. Du bist im Lift schon? Ich gehe mal runter. Ja, hier blinkt alles rot. Ich glaube, ich sollte hier nicht mehr sein. Aber im Lift kann ich dich runterschicken. Also ich habe einen Zugriff auf den Keller. Ich bin jetzt runtergefahren. Bin im Keller.
Ah, sehr gut. Warte mal eben. Im Keller habe ich nämlich auch Kameras. Jetzt. Hi. Peace. Ja, ich sehe dich. Und ich glaube, ich muss dich mit dem Warentransport rausbringen. Das sind nämlich die Sachen, auf die ich Zugriff habe. Laser. Laser? Selbstschussanlage. Dann solltest du diese vielleicht nicht berühren. Das wäre eine gute Idee. Vielleicht gar nicht erst versuchen, in den Raum reinzugehen. Sobald ich da reingehe, ist die Selbstschussanlage auf mir drauf. Material unter Wartung. Ich bin gerade nicht 100% sicher, über was ich gehen sollte. Aber Ebene 2 zum Beispiel war auch noch gesperrt. Hast du eine Möglichkeit, auf Ebene 2 zu kommen? Ich kann versuchen, mit dem Lift nochmal hochzufahren. Mach das mal. Oder du sagst mir den Lift und ich bewege den auf Ebene 2. Ich brauche aber nur die Seriennummer in der Mitte. Nicht das Ganze, was davor und dahinter steht. Die heißen alle gleich. Ich habe hier aber keinen Zugriff. Also ich kann mich da nicht rein. Du kommst nicht mehr in den Lift zurück. Nö. Geht nur runter. Nö, er drückt immer nur unten. Sie. Okay, ich kann dir auch keine andere ID geben. Ich habe unten nur Zugriff auf Überwachungskamera. Ansonsten gibt es wohl irgendwie noch einen Zugriff auf Versand. Ah, Moment. Ich habe das Geschütz außer Gefecht gesetzt. Ja, du hast es außer Gefecht gesetzt. Das ist sehr gut. Also ich habe den manuellen Modus aktiviert. Dann bitte nicht im manuellen Modus auf mich schießen. Weil ich bin hier gerade auf eine Konsole zugelaufen. Elektrischer Viewer, das Plugin dient Techniker Version EL-1.030 downloaden. Darf ich dich einmal anschießen? Nein, das tut weh. Ich bin schon zweimal angeschossen worden. Elektrische Relais sehe ich hier, eins hier vor mir. Ich glaube, da musst du drauf schießen. Hier, wo ich stehe. Moment, ich gucke. Ja. Ich gehe zur Seite. Da ist ein Relais. Ein bisschen hoch. Hoch. Genau, bingo. Ich zeig dir das nächste. Das ist hier dazwischen. Ganz oben über diesen Gangway da. Hoch, hoch, hoch. Hinab. Kannst du. Ja, genau. Draußen. Ach, das war's. Sie aber, bei mir lädt er nicht weiter. Ich glaube, es gibt doch so ein paar Fehler mit den Ladesequenzen. Ich glaube, so ein, zwei. Mission complete, aber trotzdem. Bist du im Menü oder bist du jetzt raus? Nö, ich bin jetzt, ich bin immer noch drin, aber man hat halt die Abspannsequenz nicht gesehen. Kannst du Mission 3 sehen? Ja, ich kann Mission 3 sehen. Gut,